Jausen, es gibt mehr Mythen über Instagram als Instagram-Mythen. Also, als es braucht. Und heute werden wir wieder mal ein paar Mythen aufräumen, denn Instagram selbst hat mal ein paar Fragen beantwortet. Und wenn dich das interessiert, ob du Videos oder Fotos posten sollst, was besser gerankt wird, dann bleibst du dran. Wenn dich solche Themen interessieren, abonniere den Kanal. Es gibt 2 Videos die Woche. Und nach dem Intro erzähle ich dir, was für ein Bullshit andere erzählen und was Instagram dazu zu sagen hat. Du stellst Fragen und ich beantworte sie in der Frag den Dan Show. Was wird besser im Feed gerankt? Videos oder Fotos? Ganz ehrlich, der Feed ist natürlich individuell und Instagram selbst sagt auch, wenn jemand viele Videos guckt, dann spielen wir dem natürlich gerne Videos aus im Feed. Wenn jemand mehr Fotos guckt, weniger Videos, dann spielen wir gerne Fotos aus. Also dementsprechend gibt es da keine Regel, dass Videos oder Fotos besser angezeigt werden oder besser gerankt werden im Feed. Aber eine Sache kann man sich merken, im Explore-Bereich wiederum hast du über Videos natürlich einfach eine größere Anzeige, weil Videos viel, viel größer angezeigt werden. Und das ist natürlich ein Vorteil von Videos. Muss aber nicht heißen, dass du nur, weil es da größer angezeigt wird, jetzt plötzlich anfängst, Videos zu machen. Ja? Gibt es einen Unterschied beim Ranking, je nachdem, welche Accountart du hast? Und auch da sagt Instagram, nope, es ist egal, ob persönlich oder Unternehmensaccount. Beides wird gleich behandelt. Wie oft ändert sich jetzt also der Algorithmus? Ganz ehrlich, der Algorithmus wird ja nicht einmal programmiert. Und dann ändert er sich wieder mit einem Update in 2, 3 Wochen oder so, sondern durch das, was du machst, hilfst du dem Algorithmus dabei, sich weiterzuentwickeln und besser zu werden. Das heißt, der Algorithmus wird jeden Tag beeinflusst von dem, was du machst. Und wenn du zum Beispiel sagst, Mensch, ich sehe bei Instagram die ganze Zeit aber auch nur irgendwie einen lustigen Bullshit, dann liegt es nicht daran, dass irgendjemand sich denkt, wir ändern den Algorithmus, dass du mehr lustigen Bullshit siehst, sondern du schaust halt lustigen Bullshit an und deswegen hat der Algorithmus im Kopf, Mensch, dem zeige ich mehr lustig. Bullshit, weil das mag er anscheinend. Ja? Also wie gesagt, du steuerst natürlich auch deinen eigenen Algorithmus selbst ein bisschen mit und dementsprechend bist du nicht davon abhängig, was die dort machen, sondern bestimmst es für dich selbst. Wenn dir das Video gefallen hat, lässt du einen Daumen nach oben da und abonnierst den Kanal. Es gibt 2 Videos die Woche, immer kostenlos. Und wenn du möchtest, dass ich deinen Namen mal hier im Video erwähne, schreib jetzt mal in die Kommentare Shoutout. Und wenn du noch irgendwelche Mythen über Instagram kennst, einfach mal unten reinschreiben, mache ich vielleicht ein Video zu und dann können wir diese Dinger auch noch klären. Bis zum nächsten Mal. Hauste!